sehr videolastiges oder videogeprägtes Set, das mit wirklich großen, massiven Videoflächen spielt, aber trotzdem einen irgendwie nicht erschlägt, weil wir so irgendwie diese ganzen Videoflächen auch nicht in einem Stück gebaut haben, sondern sind wirklich 6 einzelne Flächen, die wieder unterbrochen sind. Genauso mit dem Propeller, der vorne und Rückseite bespielt wird, in der Höhe verfahrbar ist, auch nochmal so ein Element hat, was auch nochmal das Ganze ein bisschen aufbricht und in der Tiefe auch zum Spielen bringt und dadurch ein immer doch ein pro Song auch ein sehr variables Bühnenbild irgendwie darstellt. Und dadurch für uns auch und auch für die Videokollegen immer genügend Möglichkeiten bietet, immer wieder neue Looks zu kreieren, auch mit Live-Bild, mit vorproduziertem Content und so weiter. Also es ist daher eigentlich ein sehr schönes Bühnenbild, was trotz der Größe eigentlich den Künstler nicht erschlägt, sondern ihn mitträgt. Das war die Idee von Gunter Hecker, ja, der das Bühnenbild und das Lichtdesign gemacht hat, das auch in diese Richtung wieder zu machen. Klar, auch wir hatten ja auf der letzten Grönemeyer-Tour ja auch mit diesen 6 Spots schon sehr mächtige Videoflächen, auch mit den bewegten Streifen hinten, hinter dem ganzen Bühnenbild, hinter der ganzen Bühne. Also auch ein sehr videoprägendes Element. Und das sollte natürlich auch dieses Jahr wieder irgendwie mit fortgeführt werden. Und natürlich trotzdem kein Stehenbleiben, weitermachen. Und Wunsch war hier natürlich auch so eine fröhlich bunte Popshow, irgendwie, wie Herbert sagte, irgendwie zu haben. Und da war es natürlich auch eine gute gefundene Möglichkeit, das irgendwie auch mit großen Videoflächen zu nutzen, um die eben dementsprechend auch mit Content zu bespielen. Sobald du Video- und Kameratechnik hast, hast du natürlich immer klar gleich den großen Fernseher, der da vorne hängt, wo jeder natürlich versucht ist, immer erstmal irgendwie große Bilder vom Künstler drauf zu machen und so. Was hier natürlich auch passiert, aber auch das kann man in Möglichkeiten machen, dass es eben nicht dieser klassische, häng einfach eine große Leinwand da vorne hin und jeder sieht den Künstler in überlebensgroß, sondern da geht es natürlich auch immer gerade dieses Zusammenspiel mit dem Licht, mit dem Bildmischer, mit den Leuten, die Content machen, mit dem Kollegen, der den Medienserver bedient und so weiter, dass man da ein Team ist und da gemeinsam ein schönes Layout findet, da mit Flächen spielt, mit Farben spielt, auch nicht einfach das Videosignal 1:1 auf die Wand gibt, sondern dementsprechend verfremdet, in Farben verändert, da drauf gibt und so weiter, um da halt weg von diesem Fernseher, dem Großen auf der Bühne, der da schon halt auch klar da ist, zu kommen. Aber trotzdem auch noch eben die Möglichkeit zu geben, den Menschen, die hier in der Olympiahalle ja auch doch auch weit hinten und weit oben sitzen, auch einen guten Blick auf den Künstler eben zu geben. Aber natürlich werden auch, wenn da Solis kommen und so, natürlich auch die Künstler drauf gefeatured und so weiter. Also das läuft dann schon so, und die Band ist ja auch seit Jahrzehnten ja schon bei ihm Teil von diesem Ding, auch wenn das nur Herbert Grönemeyer heißt, aber die Musiker sind da ja ein Teil des Gesamtkonstruktes und dementsprechend werden die natürlich auch gefeatured mit Follow-Spots. Bei Solis kommen die groß auf die LED-Wand und so weiter. Also es ist jetzt nicht, dass die Band im Hintergrund steht, sondern da sind wirklich irgendwie alle Leute auf der Bühne aktiv und dementsprechend muss man natürlich da auch ein Set bieten, in dem sich diese Leute auch dementsprechend austoben können. Auch natürlich mit den Laufstegen und so weiter, die wir hier alle sehen. Weil Herbert ist ja schon so ein kleiner Flummiball, der auf der Bühne rumrennt und immer sehr, sehr aktiv ist. Und er liebt halt einfach diese Flächen zu nutzen und auch mit dem Publikum da zu interagieren. Und deswegen auch diese 3 Laufstege, die wir hier haben. Irgendwie einen, der gerade nach vorne rausgeht und 2 kürzere hinten nochmal nach Stage Left, Stage Right, die eben ihm auch da weitere Aktionsflächen noch bieten. Für Herbert ist es auch immer wichtig, dass er eben den Kontakt zum Publikum hat. Also es ist ja auch eine Tiefenstaffelung dadurch gegeben. Also die Seiten sind angeschrägt. Auch die Lichttraversen sind da drüber dann parallel dementsprechend angesetzt. Der Propeller ist nach vorne gesetzt, bietet da nochmal eine Perspektive, die dann aber nachher, wenn du die Bilder dementsprechend setzt, dir trotzdem fürs Auge ein Gesamtbühnenbild eben liefern und dir da einfach auch einen schönen tiefen Eindruck dadurch entsteht. Also es ist ja auch im Lichtdesign dann ja auch wieder fortgeführt über die in der Höhe in verschiedenen Layern eben gearbeitet worden mit dem großen Floorset, die LED-Wand hinten nochmal unterbrochen, wo dann Lichttraverse zwischendurch nochmal rausscheint und dann oben drüber eben gestaffelt auch die Lichttraversen dementsprechend drüber stehen und somit
mehrere Ebenen einfach entstehen. Also zum einen kannst du in der Höhe arbeiten mit dem Licht und dann natürlich ist das Licht auch noch von hinten nach vorne gestaffelt und somit kannst du mit dem Video und den ganzen Sachen, hast du wirklich ganz, ganz unterschiedliche Tiefen, die du erzeugen kannst und damit sehr, sehr viel vielfältig bist und auch sehr coole, unterschiedliche Looks eben erzeugen kannst. Es ist denselben WinVision-Modulen bestückt, die wir auch hinten bei der Rückwand haben. Das sind 9mm-Module. Insgesamt, glaube ich, über 13 Meter breit, dieses Ding, 2,40 Meter hoch. Vorne und hinten eben bespielbar, kann sich um 720 Grad drehen und ist komplett in der Höhe verfahrbar über so Schnellläuferwinden. Gebaut wurde das Ganze von SWL, von Steffen Borchert. In Zusammenarbeit mit Zetis und Phi. Das ist eigentlich ein sehr, sehr cooles Objekt, was so in der Art und Weise jetzt, habe ich das jetzt auch noch nirgendwo gesehen. Und dann wird's auch bei einem Song dreht sich's wirklich auch komplett irgendwie die ganze Zeit und hat dadurch einen komplett anderen Look, der da so auf der Bühne entsteht. Wir haben als Besonderheit hier, sieht man immer öfters jetzt auch schon, 4 Robospot-Systeme mit dabei, mit denen wir insgesamt 12 Robe-BMFLs steuern. Das heißt, wir haben teilweise bis zu 4 Geräte auf einem Bedieneinheit, wovon 2 Systeme jeweils mit 2 Lampen steuern und 2 Systeme 4 Lampen steuern. Haben insgesamt 4 Stück davon in der Front hängen und die anderen 8 Lampen hängen dann in 2 Backtrassen hinten auf der Bühne. Und werden dann da eben als Rückspots mit eingesetzt. Somit hat quasi Herbert irgendwie jeweils einen Front- und einen Backspot. Und dann gibt es noch eben zusätzliche Spots für die einzelnen Musiker oder für Solis dementsprechend. Und der Peter Seifer, der hier das Operating macht dafür, kann eben sämtliche Geschichten über seine Hock steuern. Das heißt, alles was Farbe, Fokus, Zoom, Iris, die ganzen Sachen anbelangt, wird komplett übers Pult gesteuert, sodass die Spot-Operator dann eigentlich nur noch wirklich die Pan-Tilt-Steuerung von der Lampe machen. Und es funktioniert hier wirklich hervorragend. Wir haben jetzt noch gerade im Januar eine neue Software dafür gekriegt von Robe und das ist wirklich ein super Ding, was das Arbeiten natürlich auch viel erleichtert. Also man muss halt täglich einmal kurz einmessen, aber was pro Tag dann auch natürlich immer einfacher wird, weil natürlich immer die gleichen Punkte anfährt und somit man kurz ein bisschen nachjustieren muss und dann sind wir eigentlich bei den 4 Systemen und den 12 Lampen mit 20 Minuten einmessen eigentlich komplett durch. Das ist also ähnlich wie wenn man Lampen nachleuchten muss, so muss man das halt eben bei diesem Spot-System auch machen, dass er die Kalibrierung von der Bühne dann hat und dann kann man da wunderbar mit einem Operator eben bis zu 12 Lampen steuern, wenn man dementsprechend die so verkabelt hätte. Haben uns hier jetzt auch noch ein kleines, nettes, schönes System überlegt mit Glasfaser-Umsetzern, damit man eben möglichst einfach und lange Strecken machen kann, wird eben das komplette DMX- und Kamerasignal auf Glas gewandelt und dann jeweils einzeln zur ersten Lampe, wo die Kamera hängt, mit hoch übertragen und dann der Rest geht dann nach vorne über DMX, über Switcher auf Kupfer zu den anderen Lampen an der Bühne nach vorne. Braucht man eben alles auf Kupfer noch momentan zu den Lampen, weil das Ganze über RDM auch die Kommunikation teilweise funktioniert, das spricht die letzte Strecke zur Lampe selbst muss dann auch auf mit RDM-fähiger Hardware eben funktionieren. Aber das funktioniert hier tadellos, wir hatten jetzt bisher eigentlich gar keinen Stress damit. Vom Steuerungsprinzip ist so, dass jede Base-Station bekommt einmal ein Kamerasignal, die oben neben der Hauptlampe, neben der Frontlampe bei uns hängt. Dann einmal Daten vom Pult und dann wird eben hier ein DMX-Signal ausgegeben. Das heißt, hier in der Base-Station passiert das Mergen zwischen dem Signal vom Pult und dem DMX-Signal, was hier in der Base-Station erzeugt wird. Die Base-Station erkennt über RDM, welche Geräte angeschlossen sind. Und weiß dann dementsprechend auch über die Steuerkanäle, welche Daten zu mergen sind, je nachdem, was der Peter eben von oben vom Pult schickt. Und dann geht es hier das Ganze weiter eben bei uns datenmäßig erstmal hier auf einen Booster, einen auch RDM-tauglichen Booster, schicken dann das Signal ganz normal über Kupfer nach vorne in die Trassen auf der Bühne und hiermit geht es dann nach oben in die
Traversen, um dort eben die Kamerasignale, weil die Kamera ist eine Netzwerkkamera, und die Daten auch für die Spots oben in der Traverse hochzuschicken. Und das Ganze wird dann eben hier auf Glasfaser umgesetzt, damit man da eben bei der Kamera auch längere Distanzen machen kann, weil sonst ist da einfach so die normale Angabe, was Robe sagt, bei 70 Metern auf Kupfer eben Schluss. Und deswegen haben wir uns so diese netten Umsetzer hier gebaut, die das Ganze, die DMX und das Netzwerk eben auf Glas wandelt und dann ganz normal über Optical Conquad eben zu den Follow-Spots nach oben geht. Jetzt am anderen Ende vom Kabel angekommen, hier auf der Bühne, hier im Park so kleine Sonderbauten auch, die wir haben hier, die Pat von Robe, auch sehr schönes Licht, was hier so ein bisschen auch in einigen Sets oder eigentlich immer so als Grundlicht genutzt wird für die Musiker. Dann auch hier auf der Bühne ganz neu mit dabei die Sparks 18, die uns freundlicherweise von JB zur Verfügung gestellt worden sind, mit denen wir schon seit vielen Jahren einen sehr, sehr guten Kontakt haben. Sehr spannendes Konzept irgendwie, weil er natürlich mit diesen beiden Ringen hier, die sind getrennt voneinander zoombar. Also der äußere Ring und dieses innere Set kann komplett getrennt voneinander gezoomt werden. Und dadurch eigentlich auch, dadurch, dass man die farblich auch getrennt voneinander ansteuern kann, kriegt man da eigentlich im Beam sehr, sehr coole und spannende Effekte hin. Ganz schöne Lampe für ein bisschen mal so ein, für ein Washlight mal ein bisschen neuere Effekte zu liefern. Ja, dann ansonsten, wenn wir hier so ins Dach oben reinschauen, ist alles in PAT-Trassen geriggt. Das heißt, alles schon, bleibt alles schön in der Traverse immerhin mit drin. Haben in den Backtraversen Robe Megapoint, die ist drin, Sparks 10, ganz viele Two-Light Blinder, Atomic LED-Strobos und ja, wie gesagt, da sieht man jetzt auch die vorgesetzte Trasse mit dem Six-Bar drauf, ist eben die Trasse, auf der auch eben diese Follow-Spots mit drin sind. Das sind dann BBMFLs als Follow-Spot. Dann noch so ein weiteres Gimmick, was es eben noch gibt, dieses aktuelle Tour-Logo oder Plattenlogo von ihm auch noch als Lichtobjekt nachgebaut, was dann eben auch an einem kompletten C1-System hängt, um da verfahren werden kann. Dann, wenn wir die Trassen weiter nach vorne gehen, die erste Trasse, die dann gerade hängt, also unsere Back- oder Mid-Trasse, je nachdem, wie man es nennen mag, dort sind dann eben auch Sparks 10, dann ganz neu dieser Ayrton Kamsin und Atomic LED-Strobes drin und bei Gunther natürlich auch, darf natürlich nicht fehlen, paar 64s. Immer so, um als Kontrast zu dem ganzen kaltweißen Licht eben da auch irgendwie schönes, warmweißes Licht zu produzieren. Wenn wir dann weiter nach vorne gehen wieder, gibt es auch im Boden dann ein Set mit Robe Megapointies und dann auf dem Laufsteg etwas kleiner, damit es auch nicht so massiv aufträgt, als Washlights dann eben JB Lighting Spark 7. So ein weiteres kleines Gimmick, was noch vorne ist auf der B-Stage zu sehen, ist ja das Klavier, was da jetzt gerade steht. Das ist in so einem Piano-Dreher, Flipomat bei uns genannt, mit eingebaut. Das heißt, das Ding kann sich um die eigene Achse quasi drehen und kippt dann quasi einmal nach unten weg. Somit erscheint das Klavier so aus dem Nichts. Man hatte erst überlegt, ob man das mehr inszenieren sollte, aber das war dann doch irgendwie so eine Sache. Nee, das kommt eigentlich so viel cooler, wenn man das ganze System einfach sagt, das ist jetzt... Es ist einfach da. Hier sehen wir jetzt auch gerade schon schön den Propeller. Auch ein bisschen die Obermaschinerie, die man dafür dann noch braucht. Das ist ja den Drehkranz. Also man hat natürlich versucht, möglichst standardmäßige Sachen eben zu benutzen. Also auch erstmal eine ganz normale Kreistraverse. Wie man auch sieht an den Motoren, die da dranhängen mit 2, 4, 6 Stück aufgehängt, dass natürlich da auch so drum geht, entsprechend die Lasten abzufangen, weil natürlich, wenn das Teil fährt, dann doch auch natürlich große dynamische Lasten da auch entstehen beim Verfahren. Trotz der massiven Bauweise konnte das sehr, sehr leicht gebaut werden, sodass es wirklich nur an 2 doppelstrangigen Winden eben aufgehängt werden kann und dadurch auch sehr, sehr schnell in der Positionierbarkeit dann eben war. Die Videopanels, die wir hier hinten jetzt verbaut haben, also komplett, sowohl auch im Propeller als auch auf der Rückwand, sind WinVision 9mm Module, die
ausgewählt worden sind, eben deshalb, weil sie zum einen sehr, sehr schnell zum Bauen sind, weil sie von der Fläche her schon sehr, sehr groß sind und zum anderen, weil sie eben brutal leicht sind. Das war natürlich hier eins der Hauptaugenmerke, dass man natürlich aufgrund der großen Flächen, die wir hier haben, natürlich auch aufs Gewicht achten mussten und da jetzt nicht irgendwie eine riesige Wand haben wollten, die natürlich Tonnen von Gewicht halt hat, weil wir aufgrund der ganzen Kinetik und schon natürlich schon einiges auch sonst an Gewicht ins Dach bringen und dann natürlich so eine, jedes Kilo, das man dann bei der LED-Wand sparen kann, einem natürlich dann auch hilft, die Sachen überall ohne größere Probleme in die Dächer der Hallen zu installieren. Und mit dem WinVision hat man eigentlich sehr gute Erfahrung bisher gemacht, also der gar keinen Stress jetzt bisher gehabt, irgendwie die ganze Tour über. Das läuft einfach und ist auch extremst hell. Also wir haben das jetzt hier auf gerade mal knapp über 30% laufen. Also das heißt, und da gibt es einfach eine schöne, gute Balance zu dem Lichtsetup, dass es so, sich ein gutes Gesamtbild ergibt. Und also das heißt, da, wenn man das jetzt noch mehr bräuchte oder auch mal in Outdoor-Betrieb geht, ist eigentlich wirklich noch gut Headroom. Ja, hier sehen wir sie jetzt ein bisschen aus der Nähe noch, diese Ayrton Kamsin, eine wirklich sehr schöne neue Spotlampe, auch mit einem Framing-Modul drin, komplett auf LED-Technik. Es ging uns darum, wir hatten hier im Vorfeld einen Shootout gemacht, wo wir momentan alle aktuellen LED-Lampen uns haben kommen lassen, den Rode BMFL als Referenzlampe genutzt haben, weil wir den hier natürlich auch als Follow-Spot nutzen und den auch schon durch viele andere Tourneen gut kannten und wir einfach auf der Suche waren nach einem gleichwertigen Produkt, was zum einen vielleicht auch energetisch ein bisschen noch cooler ist, weil natürlich so eine LED-Lampe einfach nur die Hälfte an Energie braucht, wie es bei der gleichwertigen Tageslichtlampe auch ist und auch mal einfach nur noch ein neues Produkt auch mal testen wollten, wo es einfach auch mit Helligkeit, weil es natürlich hier, um das so gegen eine LED-Wand immer anzustinken, auch schwierig war. Und da gab es eben einen Shootout, wo High-End beteiligt war, Ayrton beteiligt war, Rode als Referenz, Clay Parkey war dabei, Elation war dabei, JB Lighting war dabei. Also alle großen Player, die man so kennt, die auch alle wirklich echt gute Produkte gebaut haben. Also die Auswahl fiel da wirklich sehr, sehr schwer, sich da auf da jetzt ein oder zwei Produkte da irgendwie einzulassen. Und die Auswahl auf dem Kamsin ist jetzt halt gefallen. Es war so ein bisschen wegen den Farben, die im Grunde sehr gut gefielen da drin. Und dann, glaube ich, das Hauptaugenmerk oder warum wir den genommen haben, war dann einfach auch die Verfügbarkeit am Markt, dass der eben gerade schon sehr gut verfügbar war dort, weil Ambient da in eine größere Stückzahl eben investiert hatte und so kam das, dass wir eben dann auf den Kamsin gegangen sind. Es gab so bei dem Shootout zwei Sieger, es war irgendwie der High-End Solar Frame 3000 und eben der Kamsin, die sich wirklich nichts geschenkt haben. Also da war es wirklich so Kleinigkeiten, die da unterschiedlich waren, also wo man wirklich aber sagen kann, ey, also wenn man die Lampe irgendwo hat, kann man sich wirklich sehr, sehr glücklich schätzen, weil die wirklich beide top sind. Der Solar Frame war ein klein bisschen heller, liegt einfach an der Engine, die verbaut ist. Der hat noch ein bisschen mehr Output. Der Kamsin hatte ein bisschen eine schönere Farbmischung, die aber wohl anscheinend, was ich von High-End gehört habe, wohl jetzt auch durch eine Softwarekorrektur auch im oberen Bereich der Kurve, wie die Farben mischen, jetzt auch bei dem Solar Frame 3000 sich gleich darstellen. Also kann man sagen, ist wirklich alle Lampen gleichwertig gewesen. Das sind wirklich Nuancen, wo dann einfach so auch persönliche Präferenzen dann einfach so mit ins Spiel kommen. Aber hier muss man sagen, ist wirklich eine schöne Balance mit den Megapointies als Beamlampe zusammen mit den Sparks 10 von oben, den Sparks 7 vom Boden und eben den Kamsins als Spotlampe und auch als Führungslicht genutzt aus der Frontrasse raus. Ja, hier sind wir jetzt quasi in der Video City. Man sieht auch gerade hier ein bisschen auf dem Screen, die Kollegen sind gerade noch am Laser einstellen. Wir haben noch 230 Watt Laser mit dabei, RGB Laser von Lightline. Die haben uns auch vor einiger Zeit mal angesprochen gehabt, weil sie hätten jetzt eben komplett DMX steuerbare Laser. Und somit haben wir vorne bei uns auf der Hock eben auch komplett die komplette Steuerung von den Lasern, die sich einfach komplett wie ein Moving Light dadurch programmieren lassen. Das heißt, man hat verschiedene Gobos, man hat die Rotationen mit einzelnen Achsen mit drin und so weiter. Hier ist dann so die Hauptdimmer City. Hier steht auch noch die vierte Hock, die wir irgendwie mit dabei haben. Vorne am FOH-Platz haben wir ja zwei Hock 4s, eine Road Hock und eine Hedgehog. Und hier steht nochmal eine kleine Hedgehog,
die als reines Tech-Pult eben dient. Die haben da nochmal ein DP-8000 mit bei, damit sie eben genügend Ausgänge generieren können, um eben morgens, wenn der FOH-Platz noch nicht steht, das komplette System eben testen zu können. Gehen hier mit Streaming ACN auf die ELC-Nodes und dann aus den ELC-Nodes auf komplett RDM-fähige Splitter, damit wir eben in dem System komplett mit RDM auch die ganzen Lampen ansteuern, ansprechen können. Ist auch, wie gesagt, für diese Robospots zwangsläufig notwendig, damit alle Lampen, die da auf so einem Robospot-System hängen, benötigen eben eine komplett RDM-fähige Verkabelung. Backup-Lösung funktioniert auch alles komplett irgendwie im Streaming ACN mit drin, weil im Streaming ACN hat den Vorteil, dass man Prioritäten vergeben kann, sogar bis auf eine Kanalebene runter. Und das heißt, wir haben einfach vorne dem Hauptpult die höchste Priorität gegeben, dem Backup-Pult nochmal eine Priorität niedriger. Und das Testpult hier hat die niedrigste Priorität. Das heißt, wir können, sobald vorne eins der Hauptpulte am Start ist, wird hier automatisch überschrieben und hat dann somit auch automatisch die Backup-Geschichten damit gemacht. Wir haben die Nodes doppelt aufgelegt. Wir haben insgesamt 15 DMX-Universes für die ganze Show am Start und haben somit Main-Backup-Setup, was die ELC-Nodes anbelangt, und das ganze System eben dann auch mit umschaltbar auf dem DMX-mäßig. Das heißt, die Jungs müssen einen Schalter hinten umlegen und sind dann direkt quasi auf Main-Backup dementsprechend umschaltbar. Ich bin der Sven Waldholm, ich bin Systemingenieur und schon seit Jahren für Herbert Grönemeyer. Schon länger sind wir mit L-Akustik unterwegs. Ganz früher mal waren wir mit Meyer Sound unterwegs. Damals mit dem M3D in den Stadien. War auch gut, aber ich sag mal, muss halt mit der Zeit gehen, und da ist dieses System, hat sich einfach da als besser herausgestellt. Hier in dem Fall haben wir ein relativ großes K2-System mit 16 bis 18er Mainhängen, 12 bis 14er Sidehängen, dann nochmal 12er Kara Sidehängen, 8 KS28 geflogen pro Seite und nochmal 22 KS28 auf dem Boden als Arc gestellt. Ja, plus ein paar Nierfilz unten, um den Ton nach unten zu ziehen auf die Bühne halt. Betrieben wird es eben neben dem Network Manager mit Lakes als Master EQs. Also Standard. Colin und ich, wir arbeiten schon seit vielen Jahren zusammen. Wir kennen uns sehr gut und es macht Spaß. My name is Colin Norfield. I'm the sound engineer for Herr Grönemeyer. I've been with him since 2002. When we started with Herbert in 2002, we just had analog desks. So as time's gone on, you know, you introduce the digital era, which I'm not over in love with, but it's handy. I mean, it works. It works. It's good for snapshots and stuff, you know, to get you started on each song. But then after that, you have to work it anyway. So it's, you're mixing constantly anyway. I think it's been a good transition, because you can do a lot at once. You know, you know, and you have to work on a lot of things at once. Certainly when a show starts, you're kind of trying to adjust loads of things at once just to get it settled in, you know. And this is a good board. I mean, it's powerful, and it's got a lot of, it's got backup systems in it. It's got everything, you know. It's great. I mean, it's a very, very nice board. I've been using these for years, you know, with other artists. So with Herbert, he doesn't use much effects. You know, he's a bit of delays here and there, but nothing specific, you know, nothing crazy. So but all the noise gates and the compressions on board, you know, each channel has its own. Yeah, it's very, 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 very dry vocal. I mean, very, very, well, you know, in a hall like this, but yeah, very dry. Sometimes they update the versions of the songs, you know, to a specific way they want to do it now, as opposed to 30 years ago or 20 years ago. So it changes slightly, but I don't change. I just have my same approach, and what all the dynamics and the different sounds come from them. Hello, Pat. This is Patrick. He's my genius. Genius two. I think we got 90-ish. I don't know.
I mean, that's the thing. I mean, it's very difficult to do it because, you know, when you start the tour, you account for all eventualities, you know. In shifts of care, they had the big toms at the front and all this sort of stuff. So they've changed that this time. So they don't want to... Stuckman Himmel, they don't want the big toms anymore. They, you know, so you allow for it, but then they take them out, you know, and then you end up with less, and less is more. I'd rather have less because it's easier to control. We've got a multi-band compression on it. I mean, he's got not a strange voice, but a unique voice, I'd say, because it's, you know, and because he comes out and he's kind of looking around and singing to everybody, it's very difficult to grab hold of at times, you know, because he's not sort of maybe not concentrating so much on singing than having a bit of fun with the audience, you know, and so you're trying to chase it all the time.